Fünf Freunde, vier. In ihrem vierten Kinoabenteuer müssen unsere Helden diesmal das Geheimnis um ein Pharaonengrab lüften. Dabei war als Fortsetzung der erfolgreichen Filmreihe eigentlich etwas ganz anderes geplant. Es ist ja auch so, dass es im vierten Teil entweder so um Dinosaurier quasi geht, aber das kann man nicht machen wegen den fünf Freunden. Oder dann sowas in den Bergen mit Schnee und Snowboarden und Skifahren. Oder halt eben Ägypten. Als Julian bei einer ägyptischen Ausstellung in einer Mumie ein geheimnisvolles Amulett entdeckt, reisen die Detektive zusammen mit ihrem Vater Bernhard nach Kairo, um das Rätsel des Relikts zu lösen. Hier erfahren sie vom zwielichtigen Leiter des Instituts für Altertum Farouk, dass es noch zwei weitere Amulette gibt. Und dass alle zusammen der Schlüssel zur Grabkammer von Pharao Tutanchamun dem Ersten sind. Das ist der klassische Superschurke. Farouk heißt er. Er heißt auch nicht ohne Grund Farouk, weil er ist ein bisschen verrückt. Er ist fies und verrückt. Er ist eine ganz miese Mischung. Als daraufhin zwei der Amulette plötzlich verschwinden und ihr Vater beschuldigt wird, diese gestohlen zu haben, machen sich die fünf Freunde auf die Suche nach den Relikten. Für die Detektive beginnt damit ihre bislang gefährlichste Reise. Der Unterschied ist eben, dass sonst immer quasi ein Tollpatsch dabei war, der böse war, beim zweiten, dritten und ersten Teil. Und diesmal war es eben ganz anders, aber da merkt man auch wieder, dass die fünf Freunde eben älter geworden sind. Sowas wird jetzt auch gar nicht mehr so in den Film reinpassen. Gefährlich vor allem auch deshalb, weil ein mysteriöser Geheimbund ebenfalls hinter dem Pharaonenschatz her ist. Der Geheimbund, das ist halt eine Gruppe von Männern und die haben einen Anführer und die wollen, also die glauben halt noch an so einen ganz bestimmten alten Gott, halt aus dem alten Ägypten. Und die glauben halt daran, dass sie noch einen Schatz finden können, der sehr, sehr mächtig ist und womit sie dann halt über ganz Ägypten herrschen können. Aber zum Glück lernen unsere Helden den Straßenjungen Auni kennen, der die Freunde zwar zunächst beklaut, sie aber schließlich doch bei ihrem Abenteuer unterstützt. Und das wohl auch, weil er insgeheim ein Auge auf George geworfen hat. Der Auni verliebt sich halt in die George und ja, ist halt... Er hat keine Ahnung von Frauen. Merkt halt schon, dass der Auni da gewisse Gefühle hegt. Und ich glaube schon, dass die George auch was für den Auni fühlt, aber sie zeigt es halt nicht so. Gemeinsam mit Auni finden sie schließlich heraus, dass die ersten beiden Amulette vom Geheimbund gestohlen wurden. Um allerdings an das dritte Amulett zu gelangen, müssen sich unsere Helden etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Denn das befindet sich im Besitz des Milliardärs Mr. Bings. Und der wird von keinem Geringeren als Harald Glöckler verkörpert. Ich habe das gespielt, was ich gerne kann. Einen exzentrischen Mr. Harald Blings. Der ist mir nicht so weit entfernt. Und im Grunde habe ich mich selber gespielt. Und das war ja auch gewollt. Und ja, das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Valeria und Nele wurden bei Mr. Binks aber mit einer ganz und gar nicht alltäglichen Herausforderung konfrontiert. Denn die beiden mussten in orientalischen Gewändern tanzen. Das war vorher schon geprobt, alles. Natürlich wurde drauf geschaut, dass es improvisiert ausschaut. Aber eigentlich war das alles festgelegt. Und es war sehr witzig, weil wir haben so manche Choreografie nicht so ganz hinbekommen. Ganz besonders kräftezehrend waren für alle Beteiligten auch die Dreharbeiten in der Wüste. Denn die fanden nicht in Ägypten, sondern im heißen Tunesien statt. Also es war auf jeden Fall anders als in Thailand. In Thailand war es auch warm, aber in Tunesien um einiges wärmer. Und es hieß einfach trinken, trinken, trinken. Und nach einer Weile konnte man das auch relativ gut ausblenden. Aber so die ersten Tage kam man da an und war schon voll fertig, weil es so warm war. In Ägypten ist es nicht so einfach zu drehen. Die Drehbedingungen gibt es da nicht so ganz wirklich. Es sind ja auch ein bisschen Unruhen in Ägypten immer wieder gewesen. Und tatsächlich schaut Tunesien ganz ähnlich aus wie Ägypten. Und deshalb sind wir sehr glücklich und froh, ein Land gefunden haben, wo wir diesen Film machen konnten. Ihren Spaß hatten unsere Helden dabei aber trotzdem. Vor allem die Szene, bei der die Freunde auf Kamelen ein Wüstenrennen veranstalten, war für alle eine ganz besonders lustige Herausforderung. Die Kamele haben sich nämlich nicht immer an das Drehbuch gehalten. Das Problem war halt, dass ich sollte ja sozusagen
das Wüstenrennen ansagen und dann, ja, lasst ein Wüstenrennen machen. Und mein Kamel sollte aber nicht loslaufen. Also habe ich halt die Zügel genommen und so geschwungen und wollte, dass das Kamel losläuft. Aber das durfte ich nicht machen, weil sonst das Kamel losläuft. Das Problem ist, war halt dann total schwer für mich zu spielen, dass es loslaufen soll, ohne dass ich mich bewegen darf irgendwie. Wir haben unser Kamel getauft, Kevin Jerome. Und das Problem war, dass Kevin Jerome ein ziemlicher Mitlaufer war. Das heißt, wenn die anderen losgelaufen sind, wir konnten Geräusche machen, so viel wir wollten, ist es einfach hinterhergelaufen. Mein Kamel hat sich dafür gar nicht bewegt. Also es sollte laufen, hat es aber nicht getan. Und wirklich, ich konnte machen, was ich wollte. Ganz anders Timmy alias Hund Bobby. Denn der hat auch im vierten Teil der Reihe trotz Hitze wieder alles gegeben. Und damit das Laufen im heißen Sand nicht so sehr an seinen Pfoten schmerzt, hat sich das Filmteam etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Der hat so Stoffschuhe bekommen, das war ziemlich niedlich. Und damit ging es bei ihm eigentlich auch echt gut. Ab und zu war es natürlich auch sehr heiß für den Hund, aber wir hatten so einen extra Kühlraum. Und dann konnten wir alle reingehen, dann war Bobby mit Pausen da drin, aber ich glaube, ihm ging es gut in Tränen. Die Strapazen haben sich jedenfalls gelohnt, denn mit 5 Freunde 4 ist eine actionreiche und spannende Fortsetzung für alle Fans der berühmtesten Detektive der Welt gelungen. Ein mitreißendes Abenteuer in das Reich der Pharaonen. Es ist einfach ein spannendes Abenteuer für alle und ich glaube, dass man viel Spaß hat, wenn man das Kind. Genau, und man kriegt dieses Wüstenfeeling und die tollen Bilder, die sind echt wirklich gut gemacht. Weil er einfach ein toller Familienfilm ist. Und eben mehr Spannung drin ist, muss sagen, also ich glaube persönlich, der vierte ist am besten. Und 5 Freunde 4, jetzt im Kino.